Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Lego Jurassic World. Das ist das Ende vom ersten Film von Jurassic Park hier und wir versuchen noch einmal Videos dazu hochzuladen, was sich nicht gerade sehr als leicht herausgestellt hat die letzten Tage. Ja, also sämtliche Filmszenen, was mit dem Film zu tun haben, sprich mit schwarzen Unterbalken, wo so 16 zu 9 sein soll, muss aus dem Spiel raus. Das ist ja klar, das ist eigentlich klar, das muss raus, kannst du nicht drin lassen. Wobei, wenn man die anderen Lego-Teile zuvor anschaut, da durfte man das immer drin lassen, waren halt keine Kinofilme, wie der Jurassic World, Jurassic Park sind alles Kinofilme von Steven Spielberg. Und da dürfen die Filmsequenzen nicht drin sein, auch wenn sie nichts mit dem Film jetzt zu tun haben, ist ja alles ganz anders, aber so sei es, also muss es raus. Beim Ton, was filmähnlich ist, ist eigentlich auch klar, muss auch raus. Dann habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, die letzten Tage, solche Filmsequenzen wie jetzt hat, wo keinen schwarzen Rand hat, oben und unten, wo aber auch eine Filmszene ist, aber zum Spiel gehört, hat vorher auch raus müssen. Also es kann nicht sein, dass ich jetzt hier wieder umsonst vom Computer sitze und umsonst render. Mal schauen. Es war jetzt eine Spielfilmsequenz, also die müsste eigentlich drin bleiben dürfen. Im Vorhinein haben sie da schon aber dann rumgemickelt, sprich, dass das hat raus müssen. Und mir hat man gesagt, dass jetzt dass ich einfach zu früh die Filme hochgeladen habe, sprich, ich hatte das Game, da gab es das, war das Release-Datum noch gar nicht und da habe ich schon hochgeladen, dass es daran vielleicht gelegen hat. Also probieren wir es jetzt nochmal. Filmmusik raus, das ist klar. Filmsequenzen raus, ist auch klar. Also die Sequenzen von dem Film gerade eben müssten eigentlich drin bleiben dürfen. Und das ist aufgenommen worden auf der Xbox One, hier ist solche Filmsequenzen. Das ist aufgenommen auf der Xbox One. Momentan spiele ich es auf der 360. Nachher hier. Die One hat halt doch einfach die bessere Grafik. Wir haben das Spielen das zweimal. Erstens gibt es doppelte Gametag-Punkte. Zweitens weiß ich nachher genau, was ich zum Aufnehmen auf der One machen muss oder wir machen müssen. Sprich, dass die Video nicht so lang werden, etwas anspruchsvoller werden, dass man gezielt Sachen zeigen kann, wie Charakter freischalten, Fundsachen und so weiter. Deswegen machen wir das auf zwei Konsolen. Aber das nächste ist, wir wollten Lego spielen auf der 360 und haben das Spiel installiert, ganz normal, einen Spielstand erstellt, auch ganz normal. Paar Erfolgspunkte gemacht, Konsole aus. Am nächsten Tag wollten wir weiterspielen und dann kam ein Spiele-Update raus für die 360. Und dann hat die Konsole mir gesagt: inkompatibles Spiele-Update zum Spiel, das passt nicht zusammen. Also, das Spiel hat er mir gar nicht mehr geladen. Selbst wenn ich die Spielstände runtergelöscht habe, das Spiel runter installiert habe, den Spielstand weg habe, Spiel geladen habe, konnte ich nicht spielen. Er hat mir immer gesagt, inkompatibles Update, das hat nicht funktioniert. Dann haben wir das System gelöscht, sprich die Aktualisierung runtergemacht und haben es dann nochmal probiert. Dann kam natürlich wieder das Update, das hat dann wieder nicht funktioniert und wir konnten nicht spielen. Dann haben wir das Ganze nochmal gemacht, also die Spielstände gelöscht, die Charge runtergelöscht, also die Aktualisierung, dann die Xbox vom Netz getrennt, sprich, dass er nicht online ist und somit konnten wir dann überhaupt weiterspielen. Ich habe dann daraufhin Xbox Support angerufen und normalerweise ist es so, dass Xbox Support eigentlich rund um die Uhr, so kenne ich, rund um die Uhr telefonisch erreichbar ist und die waren dann nicht erreichbar. Man hat dann auf den Support im Netz hingewiesen, aber da findet man natürlich nur Sachen wie
Ja, Konsole hängt sich auf, lädt nicht und solche Standardsachen halt, aber nicht solche Sachen. Ich glaube, dass die wieder am Wochenende hier Probleme hatten und ich bin ja gespannt, ob sie entweder jetzt eine neue Aktualisierung rausbringen, wo das behebt, weil wir mussten jetzt immer offline spielen und wenn ich dann online spielen wollte, müsste man das wieder an Kabel anstecken und so weiter. Also das Wochenende war für uns sehr interessant, sprich hat alles nicht funktioniert. Ich habe dann vor lauter Verzweiflung habe ich angefangen mit Battlefield Hardline Folgen hoch zum Laden. Ich habe das ganze Game fertig, das Hardline und wollte dann hochladen, Folgen war aber im Nachhinein zu spät und dann habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt brauche ich es auch nicht mehr hochladen, weil meine Kollegen alle bestimmt wieder schon hochgeladen haben, das schaut dann eh kein Mensch mehr. Aber erstens A habe ich eh nicht so viele Abonnenten, dass es eigentlich da nichts ausmacht, ob ich früher oder später hochlade, das ist wurscht. Wichtig ist, dass es halbwegs interessant gemacht ist, dass es die Leute auch sehen wollen oder dass wenn sie mal durch Zufall hinkommen und es interessant finden, dann wird es auch geschaut, dann ist das eigentlich egal, ob das schon lange draußen ist oder nicht. Der Nachteil dabei ist halt, dass wenn du ein Spiel hochlädst, wo schon länger auf dem Markt ist, dass die Klickszahlen, die Kollegen schon gekriegt haben, es werden nicht mehr viele schauen. Stört mich aber weiterhin nicht. Das ist okay. Ich habe hier auch noch das Dead Rising liegen für die One, das neue oder das Cast. Da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Also ich habe hier noch diverse Spiele rumliegen. Und ja, das dazu. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob Xbox Support, ob sie es dann schaffen, ein neues Update rauszubringen für das Lego für die 360, dass es da keine Faxen gibt. Und vielleicht sitze ich ja jetzt hier umsonst, rende umsonst, rede umsonst, weil sie mit diesen Videosequenzen hier, wo man jetzt gerade sieht, dass sie dir mit dir alle bemängeln. Sprich, sie haben mir gesagt, beim Hochladen Übereinstimmung von Drittanbietern, solche Sachen hier. Das sind alle Videos, wo aber im Spiel gehört, wo nichts ist. Hat zwar auch mit dem Film zu tun, aber naja, YouTube halt. YouTube, was soll man sagen? Also man könnte zwar dann überall hier Widerspruch einlegen und sagen, zack, eins vor dem Latz. Da war das erste Schneiden. Da war leider danach eine Videosequenz drin, das hat raus müssen. Und ja, nochmal zu YouTube zu kommen. Ich kann es ja auch verstehen, dass die da keinen Ärger haben wollen oder sowas, aber es ist immerhin noch ein Spiel. Ich verstehe das sowieso nicht. Hier, wenn man das mit dem YouTube vergleicht mit, sag mal, mit unseren ausländischen Kollegen, sage ich jetzt mal, sprich, wir schauen in die Staaten, die dürfen einfach alles hochladen, die dürfen ja, Musiksequenzen hochladen und so weiter. Das macht ein Game natürlich gleich viel interessanter. Deutschland ist einfach der volle Kontrollzwang. Ich kann es ja auch verstehen, wenn man hier Rechte von Drittanbietern verletzen würde, würde ich wahrscheinlich genauso wollen, dass man das nicht macht, aber es ist ja immerhin Werbung auch für sie da. Ich finde Deutschland, also sie könnte die GEMA, die könnte da etwas toleranter sein, vielleicht, das wäre vielleicht mal nicht schlecht. Aber naja, es hilft nicht, sich über Sachen aufzuregen, wo hier wirklich gar nichts bringt. Und so wie es ist, so ist es. Das hat einfach keinen Sinn. Ja, wir schauen mal, ob das jetzt nachher gleich funktioniert oder nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann erfahrt ihr das also so nicht, weil ich es so nicht hochladen kann. Und somit dann wird das Video dann nochmal gerendert und ich muss die ganzen einzelnen Filmsequenzen, wie sowas hier, alles rausschneiden. Also mich würde ja wundern, wenn das, wenn das jetzt nachher funktioniert. Also, wie gesagt, ich bin das MTX Rookie und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Vielleicht klappt's, dann habt ihr eine tolle Geschichte von mir. Auch wenn es wahrscheinlich keinen interessiert, aber ja, ich sag's zwar immer wieder, wenn es Leute gibt, die was Lego spielen und vielleicht mit diesem Teil hier die gleichen Probleme haben wie ich, oder sich denken, ach, was hat er denn, tu nicht so rum. Ich wäre dankbar für eine kleine Nachricht, wie habt ihr gemacht? Vielleicht mache ich auch einfach was falsch, ich kann es mir zwar jetzt nicht vorstellen, aber ja, interessieren wird es mich trotzdem. Also, nicht unterkriegen lassen, falls YouTube rummäkelt, sprich einen schönen Gruß an die GEMA an dieser Stelle.
Und ja, haut rein, weiter zocken und fleißig Gamertag-Punkte machen. Ich dürfte heute meine 250.000 Gamertag-Punkte knacken. Mir fehlen noch 23 Punkte. Dann habe ich meine 250.000. Ja, manche würden jetzt sagen, ah, es gibt Leute in meiner Freundesliste, die haben mehr. Ja, das kann schon sein, aber ich spiele keine Rollenspiele, ich spiele keine Sportspiele und Strategiespiele auch nicht. Also mir sind da einige Erfolge verloren gegangen. Ja, aber das macht ja auch nichts. 250.000 ist auch nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, das ist ein kleiner Tipp am Rande. 23 Punkte braucht der Wookie noch, dann hat er die 250.000. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ja, Xbox Support macht gerade da hier den Gamertag Dingsbums Gutschein für Amazon und eine neue Xbox One. Ich habe noch die Xbox One mit 500 GB. Durch den Gamertag-Punkte kriegt man einen Download-Code, dann mit maximal 250 Euro. Die kriege ich. Ja, 150 Euro habe ich ganz leicht. Und wir werden uns dann hier die neue Xbox holen. Dann, weil 500 GB ist schon ein bisschen wenig. Und ja, dann hat es ja doch ein bisschen was gebracht. Oder ich werde die Konsole da, weil meine läuft ja, vielleicht meinem Sohn schenken. Mal schauen. Also so gesehen hat er dann das erste Mal in der Geschichte von Xbox hier mit Gamertag-Punkte doch was Gutes, dass man etwas billiger kriegt und sogar besser kriegt, 500 GB mehr. Also an dieser Stelle ein Dankeschön an Xbox. Weiter so, auch wenn viele mäkeln und sagen, hier die ganzen Playstation-Spiele oder sowas. Xbox ist nicht so. Ja, als die einen spielen halt Xbox, die anderen spielen Playstation, das ist alles in Ordnung. Da sollte man als Zocker untereinander jetzt kein Dings draus machen. Trotzdem finde ich es halt gut, dass jetzt Xbox wenigstens sowas macht, dass man Leute, die was vielleicht ja schon lange dabei sind, dass die irgendwie belohnt werden. Wobei ich überlege, wenn ich überlege, wie viel Geld ich für Spiele ausgegeben habe, wie viele Jahre ich jetzt schon dabei bin, man hätte es vielleicht doch etwas großzügiger machen können. Sprich, der Zeitraum ist ja begrenzt, nur bis zum 21. diesen Monat, vom 12. weg, glaube ich, geht diese Code-Aktion. Man hätte vielleicht die Code-Aktion vielleicht kürzer machen können, aber dafür vom Betrag etwas höher machen können. Na klar, wenn man das jetzt deutschlandweit vergleicht oder europaweit, weltweit, ich weiß es nicht, kostet die das wahrscheinlich richtig Geld, aber die Leute kaufen ja auch dann Spiele, sie haben das gleich wieder drin, glaube ich. Wäre nicht schlecht gewesen. So, jetzt habe ich genug geschwafelt. Und ja, ein schönes Wochenende wünsche ich euch noch. Fleißig zocken, Punkte machen und so weiter. Ja, alles klar. Ciao, euer Wookie. Oh.